Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf Rohkorti. Ich habe meinen Beruf als professioneller Pferdezahnarzt aufgegeben, um meinen wahren Traumberuf als Bauer auf meiner eigenen Farm zu verwirklichen. Und heute ist es endlich soweit. Aber bevor wir das machen, werde ich erstmal mein Aussehen anpassen. Ich habe mir schon genau Gedanken gemacht, wie wir unseren Charakter anpassen. So, wir sind natürlich männlich oder weiblich? Machen wir männlich, würde ich sagen. So, hier ist die Hautfarbe. Gehen wir schnell alle durch. Ist, glaube ich, nichts Spannendes dabei. Außer das hier vielleicht. Okay, blau, nee. So, wir nehmen einfach mal Skin Nummer 1. Dann die Haare. Ich habe mir schon genau überlegt, wen ich hier erstellen möchte. So, ich glaube, ja, die sind ganz gut, die Haare. Jetzt noch ein schönes Shirt. Welches nehmen wir denn mal? Das soll ja auch ein bisschen zum Bauern passen. Was haben wir denn hier alles? Oh, so eine große Auswahl. Aber so richtig überzeugt mich hier eigentlich noch gar nichts. Nee. Alles nicht ganz so toll. Was kommt denn noch alles? Wir sind schon bei 55 jetzt. Nee. Also richtig tolle. Okay, vielleicht das hier. Obwohl, ja, nee. Könnte auch ein Bauarbeiter sein. Nehmen wir einfach mal das hier. Oh, ist das nicht toll? So. Accessoires. Ein paar Bärte. Sind das Ohrringe? Nee. Brille. Nee, wir nehmen einen schönen Bart. Und zwar den hier. So. Das kann man noch einstellen. Ach, die Hosencolor. Haarcolor. Bisschen dunkleres Braun. So. Augenfarbe. Boah, das ist schwer. Machen wir mal so. Und Hosenfarbe. Ja, das soll schon zum Shirt irgendwie passen, oder? Deswegen nehmen wir so. Boah, sieht das scheiße aus. Moment. Stylische Hose nehmen. Eine rote Hose. Okay, wir nehmen eine rote Hose. Ja, yeah, richtig gut. So, Name ist natürlich Bob. Farm ist die Wheat Farm. Und meine Lieblingssachen. Was mag ich denn gerne? Hasen mähen. Oh. Hasen mähen. Mit Freunden. Achso. Rasen mähen. Okay, lassen wir es dabei. Und welche Tiere wir bevorzugen? Hund oder Katze? Natürlich Hund. So. Standardfarm. Riverland Farm, Forest Farm, Hilltop Farm oder Wilderness Farm oder so. Standard. Ist schon eine harte Entscheidung jetzt. Okay, da kommen bei Nacht Monster. Ist schon spannend, oder? Bei Nacht Monster? Aber das geht irgendwann mega auf den Sack. Nehmen wir jetzt Standard, oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja,
Forest klingt auch ganz gut. Oder Hilltop. Aber Hilltop ist irgendwie nicht so toll. Nee, Hilltop ist schon mal raus. Okay, Nimmer Wilderness. Alles klar. Bob auf der Weed Farm. Los geht's. Mal gucken, was so passiert. So. Das ist der Weihnachtsmann. So, ich lese mal vor. Ich bin ja Englisch-Profi. Nicht? Hey, Moment mal, ich muss erst mal lesen. Der Text geht ja automatisch. Moment. Moment, was? Was? Okay, lassen wir das weg. Achso, wir dürfen den Brief noch nicht öffnen. Warum auch immer. Jetzt sollen wir erstmal zuhören. Da wird ein Tag kommen, wenn man sich am... Was? Wenn man sich am Boden irgendwas fühlt. Und der helle Geist... Hallo, nicht so schnell. Ich muss da erstmal übersetzen im Kopf. Achso, und wenn das passiert, wenn man irgendwie am Boden ist und keinen Ausweg mehr findet, soll man diesen Brief öffnen. So. Das war anscheinend unser Großvater. Das ist ja schön. Oh. Julia. Aha. Ja, so ein schöner Arbeitsplatz. Oh. Lustiger Hut. Der hat Spaß. Der nicht. Oh, sind das wir? Ich glaube, ne? Schlafen wir gerade? Oh, das ist ja gar nicht. Schlafen am Arbeitsplatz. So. Okay. Da ist der Brief. Oha. Oh, was eine coole Maus. Okay, öffnen wir den Brief. Ich würde sagen, noch nicht. Kann man was anderes anklicken noch? Bleistift? Irgendwas? Nee, okay. Dann öffnen wir jetzt den Brief von unserem Großvater. So. Lieber Bob, wenn du das hier liest, brauchst du wahrscheinlich einen Wechsel in deinem Leben. Oder so ähnlich. Dasselbe ist mir vor langer Zeit mal passiert. Ich habe in meinem Leben die wichtigste Bedeutung verloren. Und zwar echte Connections mit anderen Leuten und Natur. Also habe ich alles liegen gelassen und zu einem anderen Place gemoved, wo ich wirklich hingehöre. Ah, es geht noch weiter. Ja. Ich habe den Platz ausgesucht oder so mit meinem Stolz und meiner Freude. Die Weed Farm. Okay. Sie befindet sich in Stardew Valley, an der südlichen Küste. Es ist der perfekte Platz, ein neues Leben zu starten. Das ist mein bestes Geschenk von allen. Und jetzt ist es deins. Ich weiß, du wirst den Familiennamen mit Ehren weiterführen. Mein Junge. Viel Glück in Liebe, Grandpa. Ach, ist das nicht nett. Da kommen ja die Tränen. PS. Wenn Louis immer noch am Leben ist, sag ihm Hallo. Achso, ja, sag ihm Hallo, dem alten Boy von mir.
Machst du das? Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. So. Oh, cool. So. Fahren wir jetzt in die Stadt? Ist es soweit? Oh, Stardew Valley. 500. Was ist denn das eigentlich? 0,5 Meilen. So. Oh, da gehen die Bustüren auf. Oh, Robin! Hallo, du musst Bob sein. Ja, ich bin Robin. So, der lokale Carpenter. Bürgermeister Louis hat mich hierher geschickt und um den Weg in dein neues Zuhause zu zeigen. Er ist jetzt da, um alles für deine Ankunft vorzubereiten. Die wichtige Frage ist eigentlich, ist Robin ein Kerl? Oder nicht? Die Farm ist gleich hier um die Ecke. Wenn du mir gerne folgen würdest, wäre das ganz toll von dir. So. Oh, wir sehen so toll aus in unserer roten Hose. Oh, das ist unsere Farm. Wow. Das ist die Wheat Farm. Yes. Oh, was ist jetzt los? Nicht so toll. Wo ist denn dein Problem? Sicher ist ein bisschen überwuchert. Aber da ist bestimmt noch guter Boden unter dem ganzen Gestrüpp und der Unordnung. Mit ein bisschen Geduld und Disziplin wirst du das bestimmt alles schnell aufräumen in kurzer Zeit. Wow, mein Englisch ist so schlecht. Gut, dass bald dafür ein Deutsch-Patch rauskommt. Und hier sind wir in deinem neuen Zuhause. Ich glaube, ich brauche eine andere Stimme für Robin. So, jetzt du es. Ah, der neue Farmer. Ja. Willkommen, ich bin Louis, der Bürgermeister von Pelikanstadt. Ich dachte, wir sind in Stardew Valley. Toll. Hat der Busfahrer wieder gelogen. Weißt du, jeder hat schon sich erkundigt nach dir. Es geschieht nicht jeden Tag, dass hier irgendwer Neues einzieht. Es ist schon eine große Sache für uns. So. Du ziehst also in die alte Hütte deines Großvaters. Es ist ein sehr tolles Haus. Sehr rustikal. Ganz toll. Rustikal? Das ist eine Möglichkeit, es zu nennen. Hahaha. Achso, das kann ich. Achso, das war Robin. Krusty wäre vielleicht eine bessere Bezeichnung dafür. Oh, gemein! Höre nicht auf sie, Bob. Sie will dich nur unsicher machen und dazu bringen, eins von ihren tollen Haus-Upgrades zu kaufen.
Oha. Jetzt ist er beleidigt. Ist also doch kein Kerl, Robin. Wie auch immer. Du musst sehr müde sein von deiner langen Reise. Du solltest dich etwas ausruhen. Morgen könntest du ja die Stadt ein bisschen erkunden und dich den anderen Leuten selbst mal vorstellen. Die Einwohner würden das sehr schätzen und sich darüber freuen. Da geht er weg. Oder auch nicht. Oh, fast habe ich es vergessen. Wenn du irgendwas zu verkaufen hast, platziere es einfach in der Box da vorne. Ich komme während der Nacht vorbei, um die Items zu collecten. Das ist ja gruselig. Ich will nicht, dass der nachts vorbeikommt. Das macht mir jetzt schon Angst. Also, viel Glück. Wow, das war's jetzt? Oh. Ein Hahn. Oh, das ist unsere Bude. Nice. Jetzt können wir auch zum ersten Mal rumlaufen. Jetzt haben wir hier einen Kaktus. Und den kann man umsetzen. Okay. Moment. Der Kaktus, der kommt, erstmal neben die Lampe. So. Haben wir einen schönen Fernseher. Eine Lampe. Kann man die auch anmachen? Nee. Nur Deko. Toll. So, und wir haben ein Päckchen bekommen. Aber das Päckchen gucken wir beim nächsten Part von Stardew Valley. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Also, haut rein.